ich darf mich ja schon gar nicht mehr aufregen über sowas. Ist ja eh schon Standard. Oh Gott, nicht sowas. Ups, gut gelaufen. Verschwinde. Hunde, helft mir. Ach du. Auf den Arsch. Boah, nur nicht einsperren lassen. Wieder. So wie ich es immer mache. Haut sie nieder. Ach du. Feuer und dann Scheiß. Oh, Jungs, Mädels. Das ist doch scheiße. Aber der ist gleich wieder hin, der eine. So, den zweiten hier noch. Also. Puh. Dann nehmen wir nur blau, blau, blau. Ich hab doch eh ein... Hoppala. Ist schon da ne... Naja, gut, Magie von 109%, okay, das ist doch noch mies. Oh man, verschwindet. Die Schlangen kommen auch immer so einen großen Rudel daher. Ein meisterliches Piratenschwert, da haut ihn nieder. Ja, die Vögel, natürlich. Ja, auf was freut ihr euch denn schon am meisten bei Medon? Sind das dann das bessere Loot-System, die neue Klasse? Ja, diese Nephalenprüfung? Dieses unendliche Paragon-System? Oder ganz was anderes? Würde mich da echt mal interessieren, also schreibt es einfach in die Kommentare dann. Würde mich echt interessieren, wer auf was ihr da so freut. Ich muss sagen, persönlich... Naja, ich habe eigentlich gar nicht so gegen Leveln. Es gibt ja viele, die hassen das Leveln. Also ich finde es nicht schlimm, auch nicht in WoW, wenn es dann ein neues Level Cap gibt. Stört mich überhaupt nicht, weil es geht eh so schnell vorbei. Hier sind ja auch nur 10 Level. Und ja, ich freue mich auch auf diese Nephalenprüfungen da. Also das, wie genau das aufgebaut sein wird, da sollen ja ein paar Wellen kommen. Und ja... Je mehr Wellen man angeblich schafft, desto besser dann der Loot. Und das würde mich dann halt am meisten interessieren. Ja. Jetzt hör auf, hier neue zu beschwören. Komischer Schlangenfutze. Ja, der Golden ist eh hin, super. Muss ich noch die Ruine finden. Waren 1500 Jahre Schlaf nicht genug Ruhe? Oh, hier. Das war nur ein Scherz. Hier ist sie ja, hier ist sie ja. Oh, hier ist doch was. Dunkle Magien erfüllen diesen Ort wie ein ja, das Phantomzeug kriegt das den Turm auch gut runter, finde ich. So, und hin sind die kleinen Viecher. Ach Gott, du mit deiner Axt. Geschwinde. Ach Gott, dringend mehr Mana. Oder beste Mana-Regeneration. Einfach nur zum Kotzen. So. Aber der Heuschreckenschwarm jetzt, wo man schon gut Schaden macht und der pickt halt die Mobs auch schon extrem runter. Auch nicht schlecht. Ja, ein paar tausend Schaden noch mehr. Na, aber jetzt da. Das geht dann noch besser. So, wieder ein Schrein. Was bekommen wir diesmal? Was Tolles. Ja, wir brauchen mehr dafür, diese Idioten da. Lala, diese kleinen Idioten. Oh. Da
fast reingelaufen da. Hey, 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 hey. Wow, 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 wow. Näher ran, näher ran. So, weil dann schmeißen sie das eh hinter mich. So. So ein kleiner Dreck 17 hier bei denen. Wenn sie die Feuer zu ihm schmeißen. So. Gibt ja doch ein paar so Fähigkeiten, die man da leicht umgehen kann. Ob das damals so gewollt war vom Blizzard, keine Ahnung. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, einfach schreiben, was ihr euch freut. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt auch schon gespannt. Ja, da ich ja jetzt schon wirklich schon viele Jahre WoW spiele. Ja, was sie dafür eine Erweiterung ankündigen werden. Wie, was, wann. Ob es diesmal wirklich wieder 10 Level zum Machen gibt, also von 90 auf 100. Oder bleiben sie dem 5er Schritt jetzt treu? Also, das würde mich auch interessieren. Bin ich schon echt gespannt. So, ein bisschen haben wir hier noch von dem. So, schnell den Buff noch ausnutzen, solange wir ihn haben. Hey, helft mir doch. Na also. Zack, 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 zack. Vielleicht sollte ich auch noch mehr auf Angriffsgeschwindigkeit gehen, dann. Zack, zack. Bitte schneller ballern. Schwierig, 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 schwierig. Da, geh auf die Hände, du Idiot, du Blöder. So, solange, okay, jetzt wollte sagen, solange du mich nicht erwischt. Und da hat er mal schon eins mit dem Schwert rübergezogen. Jetzt habe ich, glaube ich, den Obelisken dort ausgelöst auch noch. Aber es ist interessant. Ja, also wie gesagt, auf das Addon freue ich mich da auch schon auf beide. So. Und dann hoffe ich auch, dass es irgendwie ein Erscheinungsdatum auch geben wird für Hearthstone. Einfach kein Glück mit dem Beta-Kiss. Jetzt wurden wieder große Welle losgeschickt. Dachte ich, ja gut, vielleicht bist du diesmal dabei. Einfach keine Chance. Ich würde euch das Spiel wirklich gern zeigen. Oh. Echt nicht einfach. Das Problem ist, wenn du wirklich da ein großer YouTuber bist und auch da bei deinen Streams schon wirklich viele Leute zu, dann bekommst du denn einfach so frei Haus, weil, ja, machst ja natürlich dann auch Werbung dafür, Blizzard. Aber so als kleiner YouTuber hast du keine Chance, dass die dir einfach so einen Key geben. Leider. Ich habe es probiert, ich habe auch Blizzard direkt angeschrieben, habe gesagt, ja, da, wie schaut's aus? Mach auch ein Let's Play und so drüber. Aber, na. Ich vermute mal, die schauen dann einfach da auf meinen YouTube-Kanal oder vielleicht machen sie sich auch gar nicht die Mühe und schauen dorthin und sehen dann, ach, was will denn der? Der hat ja nur da gerade mal da über 100 Abonnenten. Was könnte der schon Werbung machen für uns? Jetzt hört doch auf, verdammt nochmal! Nein, bitte, hört auf mich zu töten. Ich tue euch auch nichts. Nein, nein. Boah, sind die hart? Core? Boah, du Sau, du. Ja gut. Er über 800.000, seine scheiß Ads 350.000. Puh. Wurde von Rückenbrecher getötet. Was für ein geiler Name. Ich will da unten wieder runtergehen. Schauen, dass wir die da umhauen. Vielleicht droppt ja der endlich mal wieder ein Legendäre. Ist schon ewig keins gehabt. So, kurz warten, ob wir die Begleiterchen haben. Schauen wir uns inzwischen mal die gelben an. Ja, natürlich wieder nichts für mich, auch nichts für mich. Yeah, super. Noch den dicken. Na.
Jetzt da. Los, zeig das hin. So, jetzt verschwindet von mir. Einer ist mal hin. Ach, Horde hatte der, deshalb hat er so viele Diener. Okay, es ist mal alles klar. Deshalb hatte der 30 Millionen Diener. Na also, gut, vom Tod hat er sich nochmal geportet. Hat er nichts gebracht, du Arsch? Dich mag ich auch nicht, da bin ich auch so einer. Der teilweise echt kranken Schaden rausballern kann. So, da. Weiter geht's. Irgendwie leckt das gerade ein bisschen. Na gut, ich habe eh schon 180er Latenz. Ja, in letzter Zeit gibt es ein paar Probleme auf den Blizzard-Servern. Teilweise konnte man sich jetzt die letzten paar Tage nicht so richtig einloggen. Ah, hier ist schon was wir wollen, sehr gut. So. Ah, da ist der Bewächer. Du alter Wächter, du. 1,4 Millionen fast, nicht schlecht. So, immer wieder das hinschmeißen. Könnt ihr schön sehen, wie das runterdickt. Na? So, jetzt. Na? La 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 la, das dauert jetzt ein wenig länger. Oh Mann. Eieieiei, es ist so eine Lebensaufgabe, den da zu töten. Gleich ist das, gleich ist das, gleich ist das. Man, so richtigen Schaden haut er eh keinen raus. Er hat halt nur sau viel Leben. So, raus da. Ding. Gehen wir darauf. Achso, jetzt müssen wir zuerst mit der Adria sprechen. Na gut. Sprechen wir zuerst mit Adria. Ja, bald haben wir's. Das bisschen noch und ein komplettes Level und dann sind wir schon 60. Wenn du dich weiter so hoppala. Zurückhältst, wirst du nie besser werden. Ja, jetzt hör auf dazu quatschen. Es ist soweit. Da ist er! Ich lebe wieder. Cool. Der coole. Ich werde mit euch gehen. Okay, haben wir nichts Gelbes mehr? So. Ich werde Ihnen eure Tasche. Was haben wir hier? Nein, 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 nein und nein. Okay, okay, okay. Auch nix. Ja, es ist immer entweder das oder nur das. Das ist scheiße. Ich will beides erhöht haben. Und nicht nur eines. Gut, ich hoffe, diese Aufnahme hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, ich mache jetzt eigentlich immer nur kürzere Aufnahmen. 2 bis 4 Folgen maximal. Was mache ich denn hier? Habe ich das jetzt gerade falsch schon mal gemacht? Super. Gut gemacht! Ja, kürzere Aufnahmen, damit ich dann wirklich auf Kommentare und so reagieren kann. Ja. Und... ja, wie immer, übliches Spiel. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen, Kommentar, Daumen nach oben. Ja, empfehlt mich auch weiter, bitte. Dass die Community größer werden kann. Ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Also macht's gut. Ciao, euer Graphos.